Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zum nächsten Achtelfinallauf bei der großen Transportfieber 2 Elektrolok-Meisterschaft. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid und heute, ja, sind wir schon beim vorletzten Achtelfinale angekommen und wir suchen die Teilnehmer für das letzte Viertelfinale. Wir haben ja schon die 186er gegen die Euro-Dual im ersten Viertelfinale, die ÖBB 1043 gegen die Baureihe 189 im zweiten Viertelfinale. Und die RE66 gegen die Baureihe 120 im dritten Viertelfinale. Und heute haben wir zwei Teilnehmer, die Baureihe 150 aus Deutschland und die British Rail Class 92 aus den britischen Inseln, kann man das sagen? Oder Großbritannien, England, wie auch immer, von der Insel. Und wir schauen mal, wer sich heute hier den nächsten Platz im Viertelfinale sichert. Wir haben ja die Baureihe 150. Die kam aus der Gruppe E den zweiten Platz geholt hinter der ÖBB 1043, die ja schon im Viertelfinale angekommen ist. Hat da im Sprint den zweiten Platz gemacht, das Bergrennen gewonnen, aber im Rennen keinen Punkt geholt, weil sie ja nur 100 km/h schafft. Und wir haben die British Rail Class 92, die ihre Gruppe gewonnen hat, die Gruppe F vor der Baureihe 111. Sie hat das Bergrennen ebenfalls gewonnen, das Rennen gewonnen und im Sprint den zweiten Platz geholt. Und ich bin sehr gespannt, wer heute hier den Sieg einheimst. Wenn euch das Ganze gefällt, ihr kennt das ja, liken, kommentieren, abonnieren, teilen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir gucken uns mal die Daten an. Die British Rail Class 92 schafft 140 km/h, wiegt satte 126 Tonnen. 21 Meter lang, 5040 Kilowatt an Leistung und 360 Kilonewton an Zugkraft. Und die Baureihe 150, 100 km/h nur, wie gesagt, wiegt auch 126 Tonnen, 19 Meter lang, 4500 Kilowatt Leistung, aber 438 Kilonewton an Zugkraft. Was bedeutet jetzt, hat er 78 Kilonewton mehr Zugkraft als die British Rail Class 92. Ob ihr das hier im Sprint und im Bergrennen helfen wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir fangen heute mit dem Bergrennen an. 1000 Tonnen Güterzug den Berg hoch und ihr wisst ja, Best of Three, wer zwei Disziplinen von den drei gewinnt, ist natürlich automatisch weiter, weil der andere uneinholbar hinten liegt. Wir starten die Maschinen und ich bin sehr gespannt. Beide haben ihr Bergrennen gewonnen in ihrer Gruppe und wir starten das Ganze mal. Problem ist einfach für die 150er, sie hat zwar viel mehr Zugkraft, aber auch weniger Leistung. Mal gucken, ob die 92 dann am Ende nochmal durch ihre Leistung aufholen kann. Auf geht's, viel Spaß wünsche ich euch. Ja, die 150er, das war absehbar, setzt sich hier an die Spitze. Aber wir hatten das, glaube ich, im vierten Achtelfinale bei der 189er und der 156er ebenfalls, dass dann am Ende, ich glaube die 189er war es, sich doch noch den Sieg hier im Bergrennen holen konnte, weil sie einfach mehr Power hatte. Irgendwann ist wahrscheinlich für die 150er Schluss, was die Beschleunigung angeht. Na, die kommt schon näher. Wir können das hier auch mal pinnen. Dann sehen wir das besser. Wir pinnen das mal hier oben hin. Und hier sehen wir, dass ja die British Rail, beide sind noch am Beschleunigen, aber boah, knapp, ne? Jetzt sollte sie so langsam aufholen, ist noch ein ganzes Stückchen. Ja, jetzt holt sie ganz langsam auf, seht ihr das? Sollte gleich bei 67 km/h ankommen. Boah, ist fast eine Pattsituation, ne? Das ist ja spannend. Ich hätte eigentlich wirklich gedacht, dass die Engländerin, nenne ich sie jetzt mal, hier echt noch was reißen kann. Aber, nö. Na, so ganz leicht. Ja, die 150er verliert jetzt an Geschwindigkeit, aber das wird nicht mehr reichen. Ne? Wir haben nicht mehr so viel Strecke. So viel Strecke ist es nicht mehr. Aber es ist nicht, weil die 150er schneller wäre, ja, aber die 92er verliert jetzt auch an Geschwindigkeit. Nee, das wird nicht reichen. Das wird, denke ich, absolut nicht reichen. Sie holt zwar auf, wie man hier sieht,
Ich hätte eigentlich gedacht, dass da mehr drin steckt. Ein bisschen enttäuscht, bin ich ganz ehrlich. Ja, mal gucken, wenn wir so ein bisschen in die Ebene fahren, vielleicht kann sie noch mal ein bisschen was drauflegen. Ich komme jetzt wieder gerade. Nee, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Und damit wird die 150er mit 1 zu 0 in Führung gehen. Das ist wirklich, ne? Also es kommt nicht immer auf Geschwindigkeit an. Da ist das Ziel. Und es steht 1 zu 0 für die Baureihe 150. Wahnsinn, ne? Was ein Kraftpaket. Cool. Hätte ich so nicht erwartet. Gehen wir mal zum Sprint, wo das Ganze schon zu Ende sein kann. Hier wird definitiv die 150er den besseren Start haben, aber wir gucken noch mal kurz, 4500 zu 5040. Da wird, na gut, sie wird dann wahrscheinlich auch ihre Höchstgeschwindigkeit schnell erreichen und dann kann die 92er wahrscheinlich vorbeidonnern, aber wir gucken mal. Das wäre für mich schon sehr überraschend, wenn das Ganze jetzt hier schon ein Ende findet. Auf geht's, wir gucken. Und die 150er geht in Front, aber nur ein wenig, ja. Gut, das war dann doch nichts für die 150er. Und jetzt sehe ich Eischwarz, weil im Rennen, ja, ist jetzt bei 100 km/h angekommen. Hier ist das Ziel. Und das wird ihr höchstwahrscheinlich im Rennen auch zum Verhängnis werden. Ne? Sie hat ja in ihrer Gruppe den letzten Platz belegt im Rennen. 1 zu 1. Das heißt, wir müssen die dritte Disziplin noch ausfahren. Oder wir dürfen die dritte Disziplin noch ausfahren. Aber hier sollte es dann höchstwahrscheinlich doch ziemlich klar sein. Spätestens auf der Zielgeraden. Springen wir mal rein und starten das Ganze. Auch hier geht die 150er in Führung, obwohl das Gewicht hinten dran hier nicht so enorm ist wie bei dem Güterzugrennen. Aber sobald sie die 100 km/h erreicht hat, wird das Ganze dann natürlich, ja, schnell in einen großen Rückstand münden. Aber schauen wir mal. Na, jetzt zieht die 92er vorbei und wird sich jetzt bis zum ersten Haltepunkt hier vorne schon den großen Vorsprung rausfahren. Hat sich aber echt gut gehalten. Also ich bin wirklich baff, dass die 150er, wo sie nur diese 100 km/h Topspeed hat, ins Achtelfinale sogar eingezogen ist. Und hier sogar eine Disziplin gewonnen hat. Und das, obwohl die 92er ihr Bergrennen ja auch gewonnen hat. Schon bemerkenswert. Weil wenig Power steckt natürlich auch nicht drin. Sie hat zum Beispiel, um das mal vorwegzunehmen, die 92er hat mehr Zugkraft als die Baureihe 146 und auch mehr Zugkraft als die E03. Das ist schon. Und auch nur 34 kN weniger Zugkraft als die RE66. So, weiter geht's. Jetzt darf die 92 auch noch unten durchfahren. Unter der Überführung die 150er den längeren Weg. Wunderbare Lok, ne? Wunderschön. Coole Mod. Jetzt hier auch wieder ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und die 150er hier hinten kommt gerade den Berg hoch. Ist halt auch schon etwas älter, ne? Hat sogar noch die alten Stromabnehmer. Scherenstromabnehmer. Aber natürlich absolute Legende auf den deutschen Gleisen. Kann jetzt hier unten drunter durchfahren. Kann ein bisschen aufholen. Aber natürlich
Wird schon mehrfach erwähnt, wird das nicht mehr reichen. Wenn sie jetzt tatsächlich 160 km Topspeed hätte, was sie natürlich nie hatte, würde ich sogar sagen, es könnte noch mal knapp werden. Aber so, no chance. Damit haben wir ja den vorletzten Viertelfinalteilnehmer so quasi schon erfahren. Einmal hier oben drüber. Übrigens diese Geschwindigkeit hier, ne, das ist bei beiden Überführungen, ja, bis auf 1 km/h, glaube ich, ist das gleich, der Radius. Ne, wenn die oben aus der Kurve kommen. Schade, schade, schade. Ich liebe ja die Einheitsloks. Deswegen bin ich da doch schon so ein bisschen, ja, parteiisch. Oder Fieber eher. Mit diesen mit, aber natürlich ein fairer Wettkampf und ein verdienter Sieger hier im Achtelfinale. Die British Rail Class 92 gewinnt 2 Disziplinen und zieht damit ein ins Viertelfinale und im letzten Achtelfinale. Ja, alt gegen neu, die Baureihe 146 gegen die Baureihe 103. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Da ist der Zieleinlauf, die BR 150. Braucht noch ein wenig, auch noch mal kurz schauen. Weit gekommen, finde ich klasse. Also geht nicht immer um Topspeed. Manchmal ist auch die schiere Power das, was den Ausschlag gibt. Ein würdiger Achtelfinalgegner. So viel steht mal fest. Da ist der Zieleinlauf. Spring noch mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wie gesagt, nicht vergessen, das Däumchen nach oben da zu lassen. Und ja, schaltet auch zum letzten Achtelfinale wieder ein, wo wir dann den Gegner für die British Rail Class 92 noch ermitteln. In dem Sinne, danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Euer Train Gamer. Ciao, ciao.